Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampir. Wo müssen wir überhaupt hin? Okay, wir müssen zurück zum Escalon Club. In der letzten Folge haben wir uns ja am Theater etwas umgeschaut und sind auf die Schauspielerin Doris Fletcher getroffen, der wir ja mehr als den Hintern versohlt haben. Und ja, das müssen wir jetzt Lord Redgrave erzählen. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Oh, ich sehe es leuchten. Moment. Sehr schön. Müssen wir mal gucken. 2037 EP, vielleicht können wir... Ah, nee. Ich hätte gerne weiter aufgelevelt, aber es sind ja sehr viele krank geworden, als ich das letzte Mal vor dem Doris Fletcher-Kampf gelevelt habe. Und da werde ich mich wahrscheinlich erstmal zwischen den Folgen drum kümmern müssen. Sonst bekommen wir da wahrscheinlich bald Probleme, wenn die alle krank sind. So, hier sind wir richtig. Das ist so schön. Ich kann jetzt endlich... Ich werde heute den ganzen Tag von früh bis abends zocken und ganz viele LP-Folgen für euch aufnehmen. Und wahrscheinlich auch ein paar Spiele zocken, die ich nicht aufnehme. Ich habe mir ja eine Nintendo Switch gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Von dem Geld für mein Auto, das ich ja sozusagen... Nein, nicht verschrotten, aber ja, obwohl es perfekt fährt, halt abgeben musste. Davon, von dem Geld habe ich mir den Nintendo Switch gekauft. Und ja, Octopath Traveler. Ein wunderbares Spiel von Square Enix. Und das werde ich heute, glaube ich, auch eine Weile zocken, denn meine Prüfungsphase ist so gut wie vorbei. Ich habe die Bachelorarbeit geschafft. Also, ich weiß noch nicht, ob sie bestanden ist, aber abgegeben. Ich habe meine Hausarbeit abgegeben. Jetzt ist noch eine mündliche Prüfung, für die lerne ich nebenbei. Heute aber wird gezockt, und zwar den ganzen Tag. Was machst du denn hier? Was ist hier passiert? Ist hier schon wieder was Neues passiert, oder ist das noch wie vom letzten Mal? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ach, Jonathan, dieser alte Charmeur. Flirten kann er. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, but I won't put a foot outside until the Priwen end their hunt. War das hier schon wieder ein neuer Angriff der Priven Vampirjägerbande? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch noch das, was wir beim letzten Mal auch gesehen haben. Oh, warte mal. Ich hab's gesehen. Habe ich das beim letzten Mal übersehen? Oder ist das wieder neu? Nee, der Schrank scheint geöffnet zu sein. Okay. So, da ist er. Huch. Hä? Statt hätte ich gerade unten. Ist der schneller hochgekommen als wir? Wie? Ich bin verwirrt. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Ja, hätten wir mal lieber noch 5 Minuten gewartet, dann hätten sich die Vampirjäger drum gekümmert. Naja, gut. Dafür haben wir den Säbel bekommen, den müssen wir uns auch noch anschauen. Okay. Einige Fragen bleiben aber noch. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. Natürlich. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Was? Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Echon he deserves to be. Was? Nein? Warum? Das kann doch schief gehen, oder?
Also ich meine, will er das denn überhaupt? Ich glaube nicht. Also das ist jetzt die Frage. Wenn er das will und also dafür müsste ich jetzt erstmal wissen, erstens, möchte er das? Zweitens, kann das schief gehen? Und ich meine, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, und dann will er das gar nicht. Ich hatte nämlich eher den Eindruck, er möchte kein Vampir werden. Zumindest hat er nicht den Eindruck, also nicht mal Vampir, Ekon. Nein. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? Ja. No. Oh. It's just, I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Ich habe noch Fragen. Before I go, I have a few questions. All right. Ist das jetzt schon abgesprochen oder was? Also irgendwie. Warum Aloysius Dawson? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. Okay. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Weiß er denn, dass ich komme? Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Hat er mich denn ausgewählt? Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Das gefällt mir gar nicht. Sie haben Lady Ashbury eingeladen? You invited in Ihren Männerclub? Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt mir so ein bisschen vor, als wäre Lady Ashbury nur da, um uns so ein bisschen zu drohen, sozusagen, dass sie in der Gewalt des Escalons-Clubs sich gerade ja mehr oder weniger befindet und wir besser den Befehlen gehorchen sollen. Das, der Eindruck brennt sich mir gerade so ein bisschen auf. Oder ein. Wie soll ich weiter vorgehen? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Mhm. Gibt's Risiken? Ja, das ist die Frage. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Wie soll man sich darauf vorbereiten? Ich gebe ihm bloß mein Blut? So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Ich weiß ja nicht, mir gefällt das überhaupt nicht. Ich habe da jetzt gar nicht zugesagt, oder? Eigentlich, da war doch noch dieses Gelbe, was ich hätte anklicken sollen. Okay, das ist jetzt einfach weg. Na gut. Okay. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber gut, wir haben anscheinend keine Wahl, um die Geschichte hier weiter voranschreiten zu lassen. Naja, gut. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Ich schätze Ihren Rat. Das kommt mir jetzt sinnvoll vor. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Aha. Aha.
Das ist ja sehr interessant. Wir würden ihn also damit extrem bloßstellen. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Okay, überlaut Redgrave nochmal. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Das zeigt aber schon mal, dass Lord Redgrave auf keinen Fall unser Schöpfer ist. Okay, wie können Sie sicher sein? How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Ist nur die Frage, ob das jetzt vertrauenswürdig ist. Woher diese Rachsucht? Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Ja, das ist wohl nichts, was wir wissen sollten. Rat zu Aloysius Dawson. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Ja, bin ich auch dafür. Für einen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber. Ich meine, wer sagt denn, dass wir es nicht versucht haben? Wir betrügen halt einfach ein bisschen. Dawson zu einem Ekon machen? What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Ich verstehe gar nicht, warum er sich nicht früher zum Ekron hat machen lassen. Please be careful. Wahrscheinlich, weil keiner da war, der ihn hätte zu einem Ekron machen können. Wahrscheinlich ist das erst durch uns möglich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde es schon komisch. Ich meine, jetzt ist es sehr alt. Und die Gefahr ist ja viel höher, dass er wirklich vorher wegstirbt. Oder generell, dass das Ganze für ihn viel zu anstrengend ist, die Verwandlung. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das da nicht in jüngeren Jahren schon versucht hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ihn nicht verwandeln. Also wenn jetzt nicht noch irgendein Gespräch kommt, das mich davon überzeugen könnte, dass wir etwas Gutes damit tun, wenn wir Dawson zu einem Ekon machen. Also wenn jetzt nicht noch so ein Gespräch folgt, dann nein. Dann wird Dawson von mir nicht zu einem Ekon gemacht. Das mit der Mauer fand ich ja auch schon eine riesengroße Frechheit. Einfach die Reichen sozusagen von den Armen abzuschneiden. Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sign him. Okay, wir sind zum Eingang der Temple Church. Wohnt der da? Nein, wir gucken mal. Ist das Tor da hinten mittlerweile offen? Doch, das war ja schon offen, ne? Wir sind ja schon durch hier. Ich glaube nicht, dass wir den verwandeln werden. Ich habe aber ein bisschen Angst, was passiert. Das war nur ein Schild. Ich habe ein bisschen Angst, ja, was uns Lord Redgrave antun wird. Andererseits, wenn Lord Redgrave... Oh, wir müssen hier rum. Wenn der von niederer Abstammung ist, kann der uns überhaupt gefährlich werden? Ich meine, ist der denn überhaupt annähernd so stark wie wir? Weil wir wissen nicht, von wem wir abstammen. Wir können... ja, von dem übelst krassesten Vampir aller Zeiten abstammt, theoretisch. Also, ich nehme schon an, dass wir tatsächlich ein stärkerer Vampir sind als Lord Redgrave. Auch wenn ich annehme, dass Lord Redgrave, also nach dem, was wir jetzt so sehen, wahrscheinlich unser Endgegner sein wird. Also, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch unser Schöpfer, der Endgegner sein wird. Vielleicht können wir den ja auch gut leiden und... es wird gar nicht zum Kampf kommen mit ihm. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt.
Mittlerweile sind wir... Oh, wir müssen uns den See noch angucken, fällt mir gerade auf. Das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Das ist echt super. Seht ihr das, wie schnell wir uns einfach unser Blut auffüllen, mit, wenn ich jetzt einfach ganz normal angreife? Das ist so toll. Ja, das hätte ich wirklich schon viel früher machen sollen. Ich weiß auch nicht, warum ich den anderen Weg gewählt habe. Ich glaube, der erschien mir sinnvoller mit dem Biss. Weil man am Anfang kriegt man ja auch diese Stoßwaffe zuerst, also dieser Flock. Und dadurch gewöhnt man sich das einfach an, dass man die Gegner umhaut und dadurch Blut sammelt. Aber ihr seht's ja, es ist wirklich einfach so viel entspannter. Autsch. Na, ein bisschen vergiftet. Wir haben nie Blutsorgen, das ist so toll. Ich gucke mir gerade die ganze Zeit beim Zuschlagen immer die den Balken an, den Blutbalken. Ist das einfach so schön. Ach, cool. Und mir wurde das so oft vorher schon in den Kommentaren empfohlen vor allem. Da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen, ja, stinkig auf mich selbst, dass ich die ganze Zeit dachte, nein, ich möchte aber unbedingt beißen und so das Zeug kriegen. Ja, bescheuert. Oh, halt. Ach, ein Blind-Restaurant. Ach, wie cool. Ach, da fällt mir ja ein. Ach, hier. Tatsächlich. Dadurch haben wir jetzt... Ach, das ist ja Zufall jetzt. Wir haben anscheinend die Quest erfüllt für unseren Feinschmecker. Die habe ich schon komplett vergessen. So Blind-Gourmet. Tageskarte Vorspeisen. Raten Sie mal. Geheimnisteller. Exquisite Geschmäcker. Hauptgericht. Schmackhafte Überraschung. Wundervolle Genüsse. Veredeltes Kuriosum. Nachtisch. Süßes Geheimnis. Heiß-kalte Überraschung. Und Gaumenrevolution. Vorwarnung. Allen unseren Gästen werden die Augen verbunden, bevor sie zu Tisch geführt werden. Sie sind eingeladen, zum Genuss ihrer Mahlzeiten all ihre Sinne zu nutzen, mit Ausnahme ihres Augenlichts. Würde ich echt gerne auch mal ausprobieren. Ich habe schon von Leuten gehört, die sowas mal mitgemacht haben. Und es soll sehr witzig sein. Das würde ich echt gerne mal mitmachen. Guck mal, da sind Skulls. Ach, und hier soll ich auch rein. Okay, warte mal, dann gucke ich hier kurz nochmal. Ein bisschen, aber ich glaube... Nö. Ach doch, da ist noch was. Okay, das sah gerade komisch aus. Das sah so aus, als sollte ich das Ding da wegnehmen, was er in der Hand hat. Und jetzt wollte ich doch nochmal gucken, bevor wir da jetzt reingehen. Der Säbel. Hervorragender Säbel. Und er ist lila. Ich glaube, lila bedeutet, dass es wirklich das Beste ist, was man kriegen kann. So in der Art, wie die Pumpgun da rechts. Mhm. Wir haben 18 Ausdauerverbrauch. Nur hier sind es 20. 10 Angriffsgeschwindigkeit, 10 bei uns. 260 Schaden, 140. Okay, der ist nicht geil. Unser ist auch Stufe 5, der ist Stufe 4. Aber der würde garantiert besser werden, wenn wir den wie unser Schwert auf, ja, ein bisschen aufpimpen. Das hier habe ich ja komplett gemacht, ne, oder? Oder fehlt mir das hier noch? Weiß ich gerade. Nee, Stufe 5 sind wir ja. Das hier ist wirklich komplett. Wäre natürlich jetzt ein bisschen schade, das habe ich gerade erst aufgewertet. Jetzt schon wieder an die nächste Waffe gehen, aber ich kann es gerade auch nicht machen, ne? Abgenutzter Säbel. Warte mal. Wo kriege ich denn einen abgenutzten Säbel her dafür? Nee, ich kann auch nichts machen. Abgenutzt, gewöhnlich, gut. Hey, ich habe doch einen guten... Ach, halt. Ach, der ist schon Stufe... Ah, verstehe, der ist schon Stufe 4. Aber wurde das hier schon... Ich kann hier nichts machen. Achso, geht ja auch nur am Arbeitstisch. Stimmt, ich kann ja auch gerade gar nichts machen. Na gut, dann müssen wir das erstmal sein lassen, weil dafür brauche ich leider einen Arbeitstisch. Locked, all right. Ich vergesse das immer wieder, dass man das nicht einfach so machen kann, dass man dafür die Tische braucht. Ja. Wie komme ich da rein? Da oben irgendwie? Moment. Gucken wir mal. Ah. Da haben wir es doch. Sehr schön, nehme ich mit. Oh, nein, den anderen bitte. Achso, der ist schon tot. Okay, ich verstehe. Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass die kleinen Mobs dadurch sogar schon sterben können. So, haben wir den mal im Schnelldurchgang erledigt.
Mülltonne. Der hat auch noch was. Oh, und... Oh! Oh! Oh, ich will's essen. Ich bleib hier. Leute, ich bleib hier. Ich bediene mich hier einfach und... Ja, da beenden wir an dieser Stelle das LP. Oh, gute doppelläufige Flinte. Oh je. Warum bin ich hier noch drin? Was haben wir denn da Schönes? Okay. Aber die ist besser, die wir hier gefunden haben. Die ist auch... Achso, die ist aber auch erst Stufe 3. Aber ich benutze halt nie Waffen. Naja, gut. Vielleicht irgendwann mal. Oh, gut, Leute. Ich werde mich jetzt hier erstmal am Buffet am... Oh, was ist das eigentlich alles? Auf jeden Fall so Bäckereimäßig. Ja, Ich werde jetzt hier erstmal lecker schmausen, die ganzen Sachen, die hier liegen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, sind das Muffins? Ich weiß es nicht. Ich erkenne es nicht wirklich, was das hier ist, aber ich esse jetzt erstmal eine Runde. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.